Funktioniert noch nicht so ganz. Egal. Ignorieren wir jetzt erstmal. Ach du Scheiße, was macht ihr denn hier? Wow, 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 wow. Ihr seid mir eine Nummer zu groß. Kann ich euch mal explodieren lassen? Nein, 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 nein. Bitte nicht. Böse zu mir sein. Boot. Oh, oh, was? Ah, ich darf sie sogar berühren. Das ist gut. Komm, dann fetzen wir die mal eben weg. Die geben richtig viel Gelee, das ist gut. Batz. Und du kriegst auch noch einen Schlag. Batz. Und da haben wir uns erstmal ein bisschen Gelee bekommen, geholt. So, wir waren auf dem Weg zum nächsten Türmchen, ne? Da bin ich doch richtig, ne? So, der war dort. Gut, dann müssen wir... Ach Gott, ist das schwer. Jetzt weiter nach da? In die Richtung? Ja, klar, das rote Zeichen, das sagt mir doch wohin. Mensch. Ja, wir haben im letzten Part noch am Ende hier ein paar... Hieß er Drache Nydra? Ich glaube Nydra. Teile geholt. Wir erkunden das Gebiet in Ruhe, wenn wir den Turm haben. Aber, ja, wie gesagt, der Turm ist halt erstmal Grundvoraussetzung, dass wir hier die Karte sehen. Und deswegen holen wir wieder zuerst diesen. Und ich glaube, wir können das Winterzeug auch eigentlich ausziehen. Weil so kalt wird es hier jetzt gar nicht mehr. Hoffe ich. Hoffe ich, hoffe ich. Weiß es natürlich nicht. So, ich bräuchte mal irgendwas, um die Dinger hier kaputt zu machen. Nehmen wir das Zweihänder der Königsgarde oder was auch immer. Ist auf jeden Fall ein Königsschwert. Wie kommen wir denn hier am besten hoch? Ich schätze mal, wenn wir hier rechts hochgehen, oder? Super. Komm, Link. Wir schaffen das. Unsere Lieblingsbeschäftigung, das Klettern. Zu 100% ernst gemeint. Bonjour. Ledino. Ui. Ja, wir sind oben. Habe ich gar nicht mitbekommen, das Klettern. Das ist doch gut. Wir haben da oben so ein paar kleine Gegner, die wir vielleicht mal mit Feuer überraschen sollten. Haha. Alter, sind das viele. What the fuck? Warum sind das so viele? Die bekämpfen wir erstmal mit Pfeil und Bogen. Definitiv. Was? Treff die doch! Treff die doch! Geht doch! Oh nein. Oh nein! Jetzt kommen sie alle runter. Boah. Okay, ich glaube, das war schon mal ein guter Anfang. Wenn so viele auf einen zukommen. Und du kriegst noch so einen hier. Bitteschön. Schade, die Items sind natürlich jetzt flöten gegangen. Aber lieber die Items als ich. Ja, so sehe ich das. Was ist mit dir los, hä? Du bist der Schwächste und darfst hier Wache spielen, oder was? Späher? Dann hol ich mir mal kurz die Items. Ich fange mir schon an zu... ja, ich gewöhne mir schon fast das Laufen von denen an. Ich laufe so hin und so im Zickzack. Würdest du vielleicht... Mist. Mein Bogen ist putti gegangen. Mäh. Egal, nutzen wir den. Wir können auch heute gerne im Livestream ein bisschen Amiibos einscannen. Vielleicht kriegen wir da ja den einen oder anderen Bogen. Und wenn ich klug wäre, würde ich mir auch eine andere Rüstung anziehen, um gegen die zu kämpfen. Denn dann kassiere ich nicht so viel, wenn die mich treffen sollten. Was, du lebst noch? Ich bin gerade davon ausgegangen, dass du tot bist. What the fuck? Okay, da oben ist noch einer mit Pfeil und Bogen. Oh, der hat gesessen. Ist da noch einer mit Pfeil und Bogen? Ach, ein Bockblin. Oh. Ciao. So. Jetzt gucken wir mal, was die hier oben denn beschützen. Gar nichts. Gar nichts? Ach doch, da unten ist die Kiste. Lol. Sag mal, was ist denn da drin? Ein Bogen. Mit Schnellfeuer. Aber sie?
Piu. Was? Das war ein Bumerang? Alles klar. Genau, ich wollte den nämlich nicht haben. Der kann ruhig da liegen bleiben. So, wo liegen die Items? So. Was ist sonst? Passt schon. Nehmen wir den Weg, der uns hier angeboten wird. Um weiter in Richtung Ziel zu gelangen. Gucken wir uns dabei natürlich um. Können wir gut vorstellen, dass da oben was drauf versteckt ist. Gehen wir doch mal eben gucken. Hier schon mal nicht. Oh, hier sind aber viele Säulen. Das sind wieder irgendwelche Ruinen hier. Oh je. Ich glaube, mit der Rüstung sollte man nicht unbedingt Klettersprünge machen. Ja, das ist immer blöd. Dann muss man kämpfen und dann muss man wieder klettern und dann muss man wieder kämpfen und dann... Ach du Scheiße, wie viele Moblins sind denn hier unterwegs? Und da haben wir doch unseren Kroggy. Ja, ja. Wohin müssen wir denn? Da oben ruf. Okay. Das könnten wir hinbekommen. Indem wir hier mal hoch rüberfliegen. Dann ganz schnell hochspringen. Möglichst gerade. Perfekt. Der erste Krog in diesem Stream. Jaha, genau richtig. Also auch die nachgekommen sind, dürfen natürlich gerne auf den Discord beitreten. Den ich da eingeblendet habe. Ich habe den jetzt noch nicht in die Videobeschreibung so eingebaut. Das wird, denke ich, mit der Zeit dabei auch noch folgen. Da haben wir den nächsten Titanen. Dieses fliegende Etwas da. Uhu. Ja, ja, hier geht's wieder viel zu unten. Und da sind wieder so fliegende Wächter. Die können mir ruhig gestohlen bleiben. Oh, guckt mal, was haben wir denn hier? Nice. Ja, wenn wir die schon mal sehen, dann besuchen wir sie mal, oder? Hallöchen. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Ich bin die große Fee. Kesa. Kesa? Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine. Ja, 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 immer dieselbe Geschichte hier. Wie viel willst du haben? Komm, erzähl. 1000? Kannst du haben. Oh, oh. Oh. Mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Ah, alles klar. Komm, ich blende das jetzt mal aus. Zack. Und immer dann, wenn ich es erwähne, dann blende ich das ein. Sonst stört das, glaube ich, nur. Aha. Hat die rosa Haare? Ist ja süß. Na, du? Hm. Du hast mich befreit, ja? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Oh lala, wenn ich dich so anschaue, scheinst du genau mein Typ. Sag mal, Süßer, möchtest du vielleicht hier bei mir bleiben? Bitte was? Ich muss leider die Welt retten und so. Ja, ich mach nur Spaß. Aber du bist wirklich niedlich, wenn du so verlegen bist. Aber im Ernst, mein Süßer, lass mich dir meine Dankbarkeit zeigen. Wenn du die passenden Materialien hast, kann ich dir deine Kleidung verstärken, Süßer. Ja, alle wollen was von Link, ne? Also zeig mal, was du in der Tasche hast. Meine Kraft reicht im Moment aus, um deine Kleidung beträchtlich zu verstärken. Okay. Ja, da haben wir wieder einiges. Dann hau doch mal raus. Stufe 3, bitte. Gucken, was sie jetzt erzählt. Wärme und soll ich noch weitere. Achso. Ich dachte, die hätte gerade noch irgendwie mehr dazu gesagt. Hat sie aber nicht. Und hierfür brauchen wir überall Sternsplitter. Das heißt, das fällt alles erstmal weg. Gut. Dann sind wir hier erstmal fertig mit dir. Nee, nee. Ciao, ciao. Verschwinde wieder in deinen Bad und ja, weiß ich nicht. Mach, was du willst. Von mir aus träum von Link oder so. So. Sortieren wir das einmal wieder. Jetzt brauche ich einmal die Rüstung hier, damit ich mir die
kleinen Feen schnappen kann. Fee, bitte komm zu mir. Gibt's hier noch mehr Feen? Das würde ich sehr begrüßen. Aber ich sehe leider keine. Verdammt. Hast du ein Pferd? Jo, ich habe sogar mehrere Pferde. Nicht nur eins. Ah, ihr kriegt mal viel Schwertgras. Wo ist denn mein Bruder? Welcher Bruder? Ah, das ist aber dieselbe Animation von der ersten Fee. Ja, genau. Wahrscheinlich, weil es die erste Verzauberung ist. Das ist irgendwie damit gekoppelt. Aber macht ja nichts, ne? Dann übertreibt sie wenigstens in dem Fall nicht so. So. Wie war dein Tag? Mein Tag war standardmäßig, würde ich sagen. Gearbeitet, 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 gearbeitet und gearbeitet. Ja. Zwischendurch mal Pause gemacht und gearbeitet halt auch noch, ne? Sonst halt nicht so viel gemacht. Da kommt man online und das erste, was man sieht, komm her, Süßer, stehen. Tja, so ist das. Das bedeutet, es steigert sich bei den Feen. Oh je, was passiert bei der Fee Nummer 4? Keine Ahnung, das werden wir dann sehen. Das werden wir noch sehen. Ich bin auch gespannt, auf jeden Fall. Oh, was haben wir denn hier? Ein Ruby. Oh, hier vorne haben wir ein starkes Gegnerlager. Mit einem silbernen Bockblin. Aber ich würde sagen, gegen die kämpfen wir auch, oder? Wie war denn euer Tag so? Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst, dass du ihren Namen falsch geschrieben hast. nehmen wir mal einen Eisfall. Was erzählt ihr euch da? Hm? Was erzählt ihr euch da? So, jetzt kann ich erstmal die anderen beiden besiegen. Kannst du mal die Klappe halten da oben? Danke. So, und jetzt zu dir. Kollege. Jo, darauf landen tut bestimmt auch weh. Oh, scheiße, ich habe keine Waffe. Ah, so. Wunderbar, alle besiegt. Oh, sogar ein paar Edelgegenstände. Auf Shinamati natürlich. Wie viel kostet das auch? Was meinst du mit Kosten? Was kostet wie viel? Nein, eigentlich nicht. Muss keiner mitbekommen. Lass den armen Kerl da oben doch in Ruhe, Stute. Der wollte nur mal ins Horn blasen. Ja und? Nee, nee. Ich lasse keine Leute ins Horn blasen. Nicht mit mir. Oh. Oh. Das war jetzt aus Versehen. Lol. Ich lasse ihn doch in Ruhe. Hä? Wie? Frostflügler. Hör ich richtig, dass da... Ja. Alles klar. Warum seid ihr so gemein zu mir? Gehen wir erstmal den Weg hier. Alter. Komm mal her. Ich wusste gar nicht, dass man die so einfach besiegen kann. Finde ich aber sehr angenehm. Muss ich ja sagen. Das ist so wie bei dir, nur gearbeitet. Ja gut, ist halt ein Wochentag, ne? Ist, denke ich, normal, dass man da arbeitet. Bam. Jetzt haben wir hier dieses eklige Zeug, was auch noch komische Geräusche macht. Ach, der Cody, ich dachte schon, was habe ich gemacht? Stute mag kein Geblaser. Stute mag kein Geblaser. Tja, so ist das.
Muss man mit leben, warum sind hier so viele Pfeile? Was ist denn hier los? Ist da ein Tor drauf gewesen hier? Jo. Lol, danke. Oh. Bam. Ciao. Ja. Ich spam die einfach mal zu, ne? Ich denke, das ist in Ordnung. So. Fertig gearbeitet? Nö, bin dabei. Nein, ich wollte Pfeile ändern. Boom. Hm. An die Sache komme ich jetzt wahrscheinlich nicht so einfach ran, ne? Mist. Mist. Guck mein Auge. Verrecke. Du Arme. Ach, alles für die Zukunft. Alles für die Zukunft. So ist das Leben. Ich möchte jetzt nochmal den anderen Weg gehen. Zack. So. Da oben haben wir noch einen Moblin, alles klar. Hier, du kriegst erstmal einen Schuss in den Nacken, in den Rücken. Autsch. Ja. Gib mir deine Waffe. Und lass mich damit mal auf dich einschlagen. Bam. Danke. So. Perfekt. Da gibt es aber viele Waffen. Das ist gut. Und du, Auge, verschwinde. Oh, da unten sind auch noch Gegner. Sehr cool. Okay, jetzt kann ich hier also auch durch. Das ist nice. Oh, was haben wir denn da? Einmal auf damit. Oh, nun Erz. Ich dachte, ich hätte hier jetzt was Cooles gefunden. Aber. Boah. Ich meine, ich bin zufrieden. Was soll ich denn hier mitmachen? Soll ich aber nicht hier runterschubsen, oder? Nope. Okay. Wir kommen dem Turm auf jeden Fall näher. Das ist. Das, was zählt. Komme ich hier nicht weiter? Sehe ich das richtig? Kriege ich das denn weg? Ich könnte hier vielleicht noch durchlaufen, ohne Schaden zu bekommen. Ja, aber ich sehe das Auge dazu nicht. Wo sind denn die blöden Augen? Na du da unten. Danke dafür. Habe ich die nicht gerade hier schon besiegt? Lol. Doch, ne? Hier war ich, das ist doch genau die andere Seite, wo ich gerade schon war. Ja. Lol. Und auf einmal steht da wieder jemand. Aber hier haben wir jetzt unseren wunderschönen Tabanta-Turm. Und... Ich glaube, das können wir so leicht gar nicht entfernen. Oh je. Gucken wir mal, wie wir da rankommen. Wo ist das Auge? Ich komme auch da nicht dran.
Muss ich vielleicht erst auf diese komischen Teile hier rauf? Ja. Nee. Hm. Doof. Ich guck nochmal von hier. Das scheint ein bisschen höher zu sein. Von da könnte ich dann da hinten rüber fliegen. Oh, nee, ich sehe das Auge. Perfekt. Bam! Oh nein! Oh, ich muss irgendwie die Dinger ausmachen, die Benachrichtigungen. Okay. Somit wird das schon mal geschafft. Bitte einmal hoch. Wunderbar. Ba-ba-da-da. Ich mach gar nichts, ey. Das könnt ihr schön alleine machen. So. Oh, hier oben wird es wieder kalt. Das ist blöd. Aber passt schon. So. Oh nein, passt nicht. Ich brauche etwas gegen Kälte. Reicht das? Ja, perfekt. Perfekt. Und ich habe immer noch nicht die Streams von, ja, letztens geschnitten. Von den letzten 2-3 Tagen. Und aktivieren wir ihn. Schickerstein erkannt. Schickerturm wird aktiviert. Übertragen. Und falls du noch dabei bist, Nathalie, danke fürs Teilen auf Twitter. Dankeschön, Dankeschön. So, und damit hätten wir auch die Karte. Bam. So, was sehen wir denn von hier alles? Wir können jetzt schon mal die ganzen Schreine hier markieren, ne? Da haben wir einen. Bob. Da haben wir einen. Dann gucken wir mal weiter herum. Ich hoffe natürlich, dass das, was ich alles sehe, so markiere, auch in diesem Gebiet hier noch ist. Da vorne ist einer. Da hinten ist, glaube ich, auch einer. Wenn mich nicht alles täuscht. Da. Und dann können wir noch einen, könnten wir jetzt noch markieren. Mit einer Farbe. Was ist hier denn passiert? Alter, ist hier ein Meteor eingeschlagen oder was? Hm. Ja, das ist erstmal das, was ich von hier oben so alles sehe. Wahrscheinlich wird da in der Schlucht auch noch einiges sein. Aber gut, markieren wir uns die Lichter erstmal als Schreine. Oh, guck mal, der eine liegt sogar außerhalb unserer Dingsbums. Ich hoffe, wir haben immer Sternchen dafür genommen. Ich weiß nicht mehr. Nein! Genau. Das auch, ja. Das auch. War da nicht noch irgendwo einer? Hey, was mache ich denn? So. Nein! Nicht raus! Würde ich sagen, ist unser nächstes Hauptziel. Wenn wir uns die Karte angucken. Obwohl, sollen wir das hier eben einmal abchecken? Oder sollen wir erst zu diesem Ding hier gehen? Was halt irgendwie wie das Hauptgebiet hier aussieht. Was ist hier für eine Mega-Schlucht? Da kann ich wahrscheinlich nicht hin, ne? Es ist das Ende der Karte so. Bitte!
So. Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir eben noch mal hier hin und machen diesen Schrein. Dann können wir uns nämlich auch dorthin teleportieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so doof. Oh, warte mal. Doch, die beiden habe ich markiert, ne? Oder? Ja, habe ich. Aber das da hinten ist noch nicht unser Gebiet, von daher, den können wir eigentlich erstmal ignorieren. So, ich bin mal weg. Viel Spaß noch. Danke. Oh, was ist das denn hier? Ja, ist ein Krokrad, oder? Dann nehme ich das doch auch mit. So. Ach man, nerv mich nicht. Das sind echt immer die Gegner, die ja am meisten auf den Nerv gehen. So, Nummer 1. Und die andere dahin, da. So, und der andere. Da. Nein! Och, lol. Nein! Und perfekt. Das danke. Dankeschön. Hä, wo ist denn noch einer? Hä? Bin ich doof? Ah, da. Lol. Der hat sich versteckt. So. Groggy ist da. Ist in unserer Tasche drin. So, da unten haben wir wieder irgendwelche Säcke, die uns auf den Sack gehen wollen. Oh, ich habe ganz vergessen, das Overlay wieder anzumachen. Nach der Sequenz. Egal. Das nehmt ihr mir nicht übel. So. Kiste öffnen. Meteorstab, okay, brauche ich nicht. Dankeschön dafür. Können die behalten. Oh, das sieht sehr hoch aus. Oh, dankeschön für den Retweet. Sheila. So. Ab geht's nach oben. Der Schrein wartet auf uns. Der möchte von uns gelöst werden. Das habe ich schon im Gefühl. Und wir werden das hinbekommen, hoffentlich. Also in der Gerudo-Wüste, da ging es ja viel um ja, Elektrizität und sowas. Bin gespannt, was jetzt hier so den Hauptschwerpunkt nehmen wird. Ja, mal gucken. Aber mit eurer Hilfe werde ich das schon schaffen. Da bin ich mir fast sicher. Nein, da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sicher. Was haben wir denn hier? Ein stilles Örtchen. Schick, schick. Wieder Ruin. Aha, mit Gegner natürlich wieder, ne? Bop, bop, bop. So, dann tasten wir uns mal langsam voran. Die beschützen wohl den Schrein da hinten. Da ist er ja. Ah, wir können uns ganz gut an denen vorbeischleichen. Sind wir einfach diesen Weg hinnehmen. Ja, hier würde ich gerne nochmal hoch. Bop. Okay. Oh, guck mal einer an. Der nächste Krog. Jaha. Aber Maronus, wo bist du? Der hat sich schon ewig nicht mehr gezeigt. Voll traurig. Mann. Wir müssen ihm doch mal wieder ein paar Krogsamen geben. Taina Kyosa Schrein. Oder Kyoza oder wie auch immer. Rein da. Ab geht die Post. Ba 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 ba
GG? Wieso GG? Kraftprobe schwierig, ui. Ui, ui, ui. Aber gut, wir haben jetzt eine nice Rüstung. Und ich denke, ja, gute Waffen haben wir eigentlich auch. Haben wir das hier? Das Königsschwert? Oder sollen wir erstmal das hier nehmen? Ja, ein bisschen mehr Schaden wäre schon nice. Ich nehme einfach mal das hier. Dann nehmen wir noch einen Trank oder so. Ah, nee, das Schild hier, das macht Sinn. Und dann noch irgendeinen Drink, wie gesagt. So ein Angriffsboost oder so. Damit wir das möglichst schnell bestehen. Oh, heilen sollten wir uns vielleicht auch. Ich habe wieder nichts Normales zu essen, ne? Das ist ja... Ach, wir heilen uns ja gleich, wenn wir den Trank nehmen. Bald ist die Gamescom. Freust du dich schon? Ja, also... Ja, doch, freue mich schon. Gamescom. Da wird man hoffentlich einige von euch treffen. Also... Hoffe ich. Und er macht denselben Move, lol. Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich bin süß. Wie, du bist süß? Du kriegst meinen Elektropfeil ab. Würde ich dir mal vorschlagen. Ah, fuck. Oh, Mist. Ah, nee, nee. Was willst du jetzt machen? Den komischen Kackschuss? Oder was? Andere Waffe bitte. Ja. Ich würde sagen, das war ein bisschen knapp, aber hat geklappt. Knapp, aber hat geklappt. Neuse. Bam. So, einmal bitte Fotograf raus. Fotoapparat meine ich natürlich. Fotograf kann drinnen bleiben. Kennen wir alles schon, alles klar. Dann pack mal ein, wenn möglich. Werfen wir das Ding mal weg. Wir nehmen das Schwert noch mit. Und ja, das Schild ist halt dasselbe eigentlich, ne? Ah, gut. Weil das eine schon beschädigt ist, können wir das hier eigentlich liegen lassen und das neue mitnehmen. Ja, ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Kann man hier eigentlich hochklettern? Ne, kann man nicht? Okay. Schade. Hier drinnen verliert Link all seine Fähigkeiten. Muss Elektro- oder Feuerfall? Ja gut. Hab's ja geregelt, ne? So, lassen wir das Ding da. Nehmen das Ding mit. Und da sind wir hiermit fertig. Easy. Autsch. Freust du dich denn schon auf die Gamescom, Nathalie? Du kannst frei das Schwert verbessern. Wie?